Hallo! Im letzten Video haben wir gehört, wie Jungchrist im Sumpf der Verzagtheit durch Helfer herausgezogen wurde und er sich dann weiter aufmachen konnte zur himmlischen Stadt. Heute ist das sechste Kapitel dran: Jungchrist begegnet Weltklug. Nicht weit von der Stadt Verderben entfernt erhob sich ein Hügel, an dessen Rückseite sich ein hübsches Dorf schmiegte. Es war von Leuten bewohnt, die sich Knechte des Königs nannten und vorgaben, ihm zu gehorchen. In Wirklichkeit aber lebten sie nur ihr eigenen Vergnügen. Sie waren nicht in der Stadt geblieben, weil sie sich vor den schrecklichen Dingen fürchteten, die die Fremden ihnen angezeigt hatten. Aber sie wollten sich die Mühe nicht nehmen, bis zur himmlischen Stadt zu gehen. So hatten sie sich kurzerhand auf der anderen Seite des Hügels Häuser und Gärten gebaut und glaubten nun, sich in Sicherheit zu befinden. Ein Junge, weltklug mit Namen, der in diesem Dorf wohnte, ging gerade an dem Tag, da Jungchrist aufbrach, durch die Ebene. Er kannte Jungchrist vom Sehen, weil die Bewohner des Dorfes öfter nach Verderben kamen, um ihre alten Freunde aufzusuchen. Als er Jungchrists ansichtig wurde, fragte er sich, was er so weit von zu Hause entfernt zu suchen habe. Bist du's, Jungchrist? Du hast dich aber weit von der Stadt entfernt. Weltklug war ein schöner, großer Junge und Jungchrist fühlte sich geschmeichelt, weil er ihn angesprochen hatte. So gab er denn bedenkenlos zur Antwort: Ich gehe dort hinüber zur engen Pforte. Warum denn? Um meine Last loszuwerden. Ah, ich begreife, sagte Weltklug. Diese Lasten sind etwas Langweiliges. Die meisten Leute merken zwar gar nicht, dass sie eine tragen. Wer seine Last aber einmal spürt, hat keine Ruhe mehr, bis er sie losgeworden ist. Jungchrist war überrascht, Weltklug in dieser Weise sprechen zu hören. In seiner Stadt hatten ja die Buben und Mädchen ihn ständig ausgelacht und behauptet, seine Last wäre bloße Einbildung. Ich hoffe, sie nicht mehr lange zu tragen, sagte er, denn ich gehe so schnell als möglich zur engen Pforte. Wie kommst du auf diesen Gedanken? Ein sehr freundlicher Mann, den ich angetroffen habe, hat mir gesagt, ich soll dorthin gehen. Er heißt Evangelist. Ach so, lachte Weltklug. Den kenne ich. Ja gewiss, er ist freundlich. Aber es fehlt ihm an Verstand. Hör, Jungchrist, es gibt ein viel einfacheres Mittel, um deine Last loszuwerden. Nimm dir nicht die Mühe, eine solch lange Reise zu unternehmen. Ich weiß genau, was der Evangelist dir weisgemacht hat. Er erzählt allen die gleiche Geschichte. Ich sehe, dass du bereits durch diesen scheußlichen Sumpf gestapft bist. Und wenn du erst die enge Pforte hinter dir hast, wirst du noch ganz anderes erleben. Du wirst wilden Tieren begegnen, du wirst ständig in Gefahr sein und wahrscheinlich wirst du unterwegs vor Hunger und Erschöpfung umkommen. Aber meine Last ist doch so schwer, seufzte der Jungchrist traurig. Und der Evangelist hat mir versichert, dass er mir das einzige Mittel nenne, um davon frei zu werden. Natürlich, mach, was du willst, aber ich finde dich recht unvernünftig. Wie hast du überhaupt wissen können, dass du eine Last trägst? Ach, das ist mir doch im Buch des Königs, habe ich das gelesen, dass jeder von uns eine hat. Ah, dachte ich's mir doch, dass deine Weisheit daher kommt. Dieses Buch ist aber nur für Erwachsene, mein Lieber. Kleine Buben wie du können nichts davon verstehen. Du liest, ohne überhaupt zu wissen, um was es sich handelt, bis du den Kopf voller Unsinn hast. Höre, was ich dir anrate, es ist gescheiter, du kehrst nicht zur Stadt zurück. Du hättest dort keine Ruhe und es ist wahr, im Grunde ist es nicht sehr angenehm, dort zu leben. Ich an deiner Stelle würde in jenes Dorf dort hinten gehen. Ich habe Freunde dort. Sie wohnen im ersten Haus, zu dem du kommst. Und wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, werden sie dich mit Freuden aufnehmen. Du wirst sehen, nach ein paar Tagen denkst du nicht mehr an deine Last und bald wirst du nichts mehr davon spüren. Hier sehen wir das Dorf. Hier sehen wir die beiden.
Junkris befand sich in großer Verlegenheit. Weltklug sprach mit so viel Überzeugung, dass Junkris nicht anders konnte, als ihm zu glauben. Er überlegte auch, dass es recht angenehm wäre, so nah bei seiner alten Heimat zu bleiben und von Zeit zu Zeit Christine wiederzusehen. »Geh, folge meinem Rat, du wirst es nicht bereuen«, drängte Weltklug. »Schlag dir den Evangelisten aus dem Kopf! Hier ist die rechte Straße am Fuß des Hügels entlang, du kannst nicht fehlgehen.« Munter pfeifend, die Hände in den Hosentaschen, entfernte sich Weltklug. Und Junkrist schob geflissentlich den Gedanken an den König und seine Botschaft beiseite, kehrte der engen Pforte den Rücken und ging auf das Dorf zurück. In meinem nächsten Video hört ihr, wie es weitergeht. Ich verrate euch jetzt hier den Titel noch nicht des Kapitels. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Ciao.